Markus, du hast eine neue Geschichte zur AfD geschrieben, herausgebracht. Es geht um eine Spendenaffäre, es geht um die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und es geht um das Gesicht der AfD im Ruhrgebiet, um Guido Reil, den Steiger, den Posterboy, das Zugpferd. Was hast du rausgefunden? Ja, die AfD hat im Landtagswahlkampf vor allem mit Guido Reil plakatiert. In Essen und anliegenden Wahlkreisen über 150 Großplakate, was erstaunlich ist, weil ich glaube, kein Direktkandidat hat so viel Plakate gehabt und er kommt ja auch nicht in den Landtag. Das waren diejenigen, die sichere Listenplätze hatten, die kennt ja kein Mensch, aber mit Guido Reil sind sie wie im Tanzbär durch den Wahlkampf gezogen. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass nicht nur die AfD die Wahlplakate bezahlt hat, sondern eben auch eine Schweizer Agentur Gol diese Plakate beauftragt hat und den Geldgeber dafür nicht nennen möchte. Das sind die, also wir sind ja hier selbst in Essen. Ich habe ja auch ein paar Plakate gesehen. Das sind diese fotogenen Bergmann-Bilder, wo er mit Ruß im Gesicht ist oder. Es gibt zwei Formate, also er wurde plakatiert mit zwei Motiven, einmal als der Steiger, das kam von der vom AfD-Landesverband. Und dann eben eher in Zivil, in so einer Outdoor-Jacke, wo dann nur AfD steht, aber nicht Landesverband. Und das wurde von der Gol AG aus der Schweiz beauftragt. Und Guido Reil hat mir also gesagt, einen Monat vorher hat er einen Anruf bekommen. Danach hat er sich bei den Parteigremien rückversichert, sowohl beim Herrn Kai, der im Vorstand saß und den Wahlkampf koordinierte und jetzt im Landtag sitzt. Und der ist halt sehr problemlos. Und dann bei dem Essener Vorsitzenden Stefan Keuter. Und der habe ihm gesagt, so geil, ja, du bist nicht der Einzige, der dieses Angebot bekommen hat. Als ich jetzt Herrn Keuter mit konfrontiert, sagte er würde die Gola G nicht kennen. Aber ich denke schon, dass Reil ihn angerufen hat, ja. Also es geht darum, dass die Gola-G Plakate bezahlt hat für die AfD. Ja, es geht so, die AfD, das ist ja schon seit einigen Landtagswahlen so, dass ein obskurer Verein für Rechtsstaatlichkeit anfängt, flächendeckend für die Partei Plakate zu werben. Das Und ist diese Schweizer Gola-G. nee, das ist ein Verein, der aber mit dieser Gol AG insofern zusammenhängt, weil die Gol AG die Postadresse von diesem Verein ist. Und das passiert schon seit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, millionenschwere Kampagnen. Und die AfD hat sich immer so rausgeredet, ja, das sei ja keine Parteienfinanzierung, weil wir können ja nichts dafür. Da ist irgendein Verein, der plakatiert und wir wissen nichts davon. Und das ist halt der Punkt, sobald die Partei es aber weiß und damit vielleicht sogar plant oder irgendwie Hand anlegt, dann wäre es eine Spende und dann müssten sie es nennen. Und diesen Anschein haben sie bisher immer vermieden. Und jetzt beim Reil haben wir sozusagen ein Puzzleteil weiter, wo wir sagen, es gibt eine Verbindung. Zum einen wurde Reil direkt angerufen, er hat selbst ein Foto hingebracht, er hat eine Freistellungserklärung unterschrieben. Das wäre noch nicht so schlimm, weil Spenden für Einzelkandidaten kann man machen, die muss man nicht angeben. Aber die Rücksprache mit der Partei vorher, das könnte im Grunde genommen das entscheidende Puzzleteil sein, dass sich die Bundestagsverwaltung das genauer ansehen müsste, ob es sich dabei um eine illegale Parteispende gehalten hat. Also das heißt, der Unterschied ist, du kannst einen Einzelkandidaten, darf man finanziell unterstützen, du darfst aber nicht die Partei an sich Also finanziell. man darf es, aber es muss man dann als Spender angeben. Wenn man es nicht tut, ist es eine illegale Spende in der Partei. Ein Einzelkandidat darf unterstützt werden. Das ist das schwarze Loch in der Parteiengesetz. Das müsste im Grunde genommen auch dringend revidiert werden. Aber sobald eben im Grunde genommen eine Koordination oder ein Mitwissen oder eine Mitplanung nachweisbar wäre, dann wäre die AfD auch als Partei am Zuge. Und weil es halt diese Rückfragen gab, bevor die AfD, bevor die Plakate der Gol AG hingen, könnte man davon ausgehen, weil ja sowohl die AfD ebenfalls auf den Steiger gesetzt hat. Und da kann man schon so eine gewisse Koordinierung feststellen. Jedenfalls ist diese Rückfrage von Herrn Reil zu den oberen Parteigremien schon ein neues Indiz. Die aber von der Seite der AfD jetzt bestritten wird, oder? Herr Keuter sagt, er könne sich daran nicht erinnern und hat mir gesagt, er kenne die Gol AG nicht, aber er sagt auch gleichzeitig, Reil würde ihn wegen jeder Kleinigkeit anrufen. Und ich meine, ein Anruf von der Gol AG sagt, ich möchte
flächendeckend bei dir im Wahlkreis plakatieren, ist ja keine Kleinigkeit. Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Version von Reil stimmt. Wie viele Plakate geht es da und was ist da der, wie, von wie viel Geld geht es da? Also insgesamt, sowohl von der Partei als auch von der GOLAG, geht es von über 150 Plakaten. Wir wissen, also 150 mindestens. Und ich habe Reil gefragt, der ist ja auch schon lange im Wahlkampfgeschäft, ja früher für die Sozialdemokraten. Und er hat gesagt, was allein die GOLAG gehangen hat, da würde er auf 50.000 schätzen. Aber das können wir nicht bestätigen, das ist eine Schätzung von Guido Reil. Okay. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass diese Absprache stattgefunden hat, nicht allein der Direktkandidat finanziert wurde. Er hätte selbst, hätte das unter der Hand halten, er hätte es nicht offenlegen müssen. Ne? Ja, die Tatsache ist so, das ist eben der dunkle Fleck. Und ich meine, gerade diese Tatsache sollte schon darüber nachdenken, dass man nicht nur Parteispenden, sondern auch Spenden an Einzelkandidaten natürlich transparent und offensichtlich machen müsste. Also was wir bei dem Reil haben, haben wir zwei Sachen. A, dass er aktiv mitgemacht hat, er hat sein Foto geschickt, er hat eine Freistellungserklärung unterschrieben, er wurde angerufen, er hat ihm zugestimmt, also er war eingebunden. Und das ist eine wichtige Sache, die vorher bei diesen ganzen Plakatgeschenken und Wahlwerbungsgeschenken von diesem Verein nie nachgewiesen werden konnte. Das ist neu. Und die Rückkopplung zur Partei, das ist eben der zweite Schritt. Und das ist die Frage, ob die Parteien zum Beispiel im Landtag das als Anlass nehmen, da nachzubohren. Was sollten jetzt die Folgen sein oder was sind sie? Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich werde jetzt in den nächsten Wochen auch die Bundestagsverwaltung anrufen, die ja für Parteispenden zuständig ist. Ob das für sie ausreicht, ist schon eine Untersuchung zu machen. Aber in der Opposition, im Landtag sitzen ja Parteien, die durchaus diese Fragen stellen können. Weil natürlich, wie genau die Plakatverteilung ist, die Unternehmen, die bei den Plakaten hängen, die würden, für die ist das natürlich ein Geschäftsgeheimnis. Und da müsste schon ein Untersuchungsdruck hinterherkommen. Alles klar. Ich danke dir. Bitte sehr.